Stimmen sind übelst laut. Ja, willkommen zurück zu Dragon Age. Quatsch, nicht Dragon Age. Stability sind wir hier. Mensch, wo ist denn das hin? Wir reden mal mit der blonden Frau hier im Käfig. Hallo, blonde Frau im Käfig. Ah, eisblaue Augen unter einem dickwülstigen Stirn, schweißgebart und staubbedeckt, kneifen sie sich zusammen. Ihre Hände verkrampfen sich zu klauen, zum Zuschlagen bereit. Ich will euch nichts Böses, Fremde. Ich frage mich nur, wer ihr seid. Ihre Stirn runzelt sich, aber irgendwie entspannt sich ihre Haltung wieder. Sie räuspert sich. Ich heiße Berthod. Ich bin nicht hierher gekommen, mich mit der kreischenden Frau zu streiten. Sie hat mich nur erschreckt. Und ihr? Ihr seid ein Quellenjäger. Ich habe schon viele Geschichten über eure Orden gehört. Eure Geschichte ist lang und ehrenhaft. Wie seid ihr in diesem Käfig gelandet? Diese Frau hier, die nunmehr ihren Racheplan schmiedet, hat sich während der Jagd von hinten an mich herangeschlichen. Ich könnte mich nur noch verteidigen. Ich würde doch nie absichtlich eine unschuldige, kreischende Frau verletzen. Doch schon bald waren ihre Schwerter auf mich gerichtet und sie zwangen mich, in diesen Hundekäfig zu steigen. Mutter würde sich das Fell aus der Brust reißen, wenn sie sehe, wie sie sich mich halten. Mutter hat Fell auf der Brust? Okay. Okay. Ich bin dann mal weg. Farewell. Ich frage mal die kreischende Frau. Greetings. Ah, okay. Hey, wer ist das denn hier? Jetzt komm schon. Steht dort, wo mein gutes Auge euch sehen kann. Oh, wie alt ist sie denn? Auf dem Bild sieht sie ganz schön kaputt aus. Ganz ruhig, Tull, das ist der Quellenjäger, mit dem ihr sprecht. Da seid ihr ja in eine interessante Angelegenheit geraten. Ist die Frau in diesem Käfig gefangen? Wenn man nur genau genug hinsieht, könnte sie eine Frau sein, aber sie verhält sich wie ein wildes Tier. Wir haben Meldungen über eine merkwürdige aussehende Fremde erhalten, die mit gezückten Bogen durch die Stadt streift. Ich habe sie gefunden, wie sie sich hinter einer Mauer im Baum verkroch und auf eine fette alte Ratte zielte, die die Stadtmauer entlang trottete. Ich klopfte ihr auf die Schulter, um zu sehen, was es war, und die Bestie erschrak wie eine Wildkatze und stürzte direkt auf mich los. Sie hat Tulia direkt ins Gesicht gebissen. Jawohl! Es war nicht schön und zudem ist jetzt auch noch ein Stück davon herausgerissen. Ach, dessen sieht die im Gesicht so aus. Genießt es, solange ihr könnt, Vier. Es gibt keinen anderen Legionär in der Kohorte, der euch aufnimmt, wenn ihr tollwütig werdet. Tollwütig? Und was wird aus dieser zugegebenermaßen Fremden? Nun, die Entscheidung steht noch aus. Sie scheint trotz Tullis Beschwerden nicht krank zu sein. Wir können sie nicht ewig bei uns behalten, aber wir können sie genauso gut wie nicht wieder in die Wildnis zurückschicken, richtig? Fittiche nehmen, bla bla bla, Rückendeckung, wir sind hier um die Quelle zu sagen, nicht das Kindermädchen, ach komm, ich bin jetzt hier für befreien, vielleicht bringt sie ja Menschen um, das wäre klasse. Hm. Weißt du, das ist, ja, hier. Also, du sitzt ja schon auf so einer Bank, du faule Sau. Ja, ich will die auch mitnehmen. So. Am Ende mag sich ein furchtloser Jäger für unsere Ermittlung als sehr hilfreich herausstellen. Weiter. Hey! Hey, wir haben ein Gruppenmitglied. Ihr könnt eure Gruppe aufteilen, indem ihr die Porträts oder Charakter bla 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 bla. Nun, eine wahre Erleichterung, nicht wahr? Wir haben doch noch ein gutes Zuhause für sie gefunden, Tull. Hört auf mich, Quellenjäger. Sie ist für nichts weiter zu gebrauchen als für Kanonenfutter. Und dreht ihr ja nicht den Rücken zu, wenn sie ihren Bogen in greifbarer Nähe hat. Ende. Bye. Der Bogen liegt hier übrigens bei ihr. Also, sie möchte uns auch direkt mit uns reden. Sie sieht wirklich recht wild aus. Hier liegt ihr Bogen. Warte, ich nehme bitte. Da liegt doch noch ein Messer. Ich rede mal mit ihr, ne? Hm? Hallo. Oh. Quellenjäger, ich habe Geschichten über die Menschenwelt vernommen, sowohl prächtig als auch schrecklich. Ich selbst war einen Moment lang gefangen, wurde im nächsten von euresgleichen, unseresgleichen befreit. Was? Haben wir die jetzt rekrutiert oder was? Mhm. In Heimatwald handelt jede Kreatur gemäß der Natur ihrer Art. Vögel bekommen schnell Angst, Dachse fürchten sich nur wenig, aber unter Menschen gibt es dafür keine Garantie. Es gibt kaum was Veränderliches auf dieser Welt, das ist im menschlichen Verstand, ist die Quelle großer Schönheit, bla bla bla. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, sie wäre eine unberechenbare Spezies, wir können die jetzt ertöten, oder ist es für den besten gerade aus den Gründen, jenen, die ihr begegnet, mit Vorsicht gegenüberzutreten. Das eine klingt schon mehr als romantisch, das andere pragmatisch. Ich bin ja Pragmatiker immer noch, ne? Ach stimmt, wir sollten uns vielleicht ein bisschen festfahren auf die Rolle, ne? Warte mal. Was ist denn die? Wir mögen vielleicht unvorhersehbar sein, aber es ist in einem dienlicher auf das Beste zu hoffen, als das Schlimmste anzunehmen. Gleiches zieht sich immer noch an. Es ist komisch, mit einem Fuß im Wald zu stehen und mit den anderen in der Stadt, Quellenjäger. Ich bin froh, dass ich euch nun an meiner Seite wissen darf. Selbst einer von uns vor Hitze verbrennt und der andere vor Kälte röchelt. Vielleicht werde ich die Menschheit irgendwann verstehen lernen wie ihr. Und vielleicht werde ich mich dann für eine Entscheidung treffen können, ob unsere Rasse eine noble ist, Ende. So, dann ich klicke sie dann mal an und guck mal, oh, was hat sie denn? Also sie kann auf jeden Fall, magst du mal ihr den Bogen schicken? Ja. Sie kann einen taktischen Rückzug machen, das ist ja interessant. Und Vergiftung, also sie kann Vergiftung bannen, das ist natürlich praktisch. Das kann ich doch aber auch. Ja, das kann sie aber auch, sie kann auch Giftpfeil. Ich mach mal. Na, doppelt hält besser. Betäubungsfall kann sie auch, was sie alles nicht kann, das ist... Sie hat vor allem noch, sie hat auch noch eine Schriftrolle der Wiederbelebung im Inventar und einen Rucksack, der aber natürlich leer ist, war ja klar. Also sie ist auf jeden Fall recht. Speichere mal bitte. Danke.
Hier ist eine Truhe, nur die kann ich nur ausrauben. Willst du jetzt den guten alten Quickload machen oder was? Na, nur sicherheitshalber, klar. Aber die sind alle leer. Hm. Hier oben ist der Chef drin. Soll ich mal mit dem quatschen oder was? Ich guck gerade die Truhe mit. Ich bin gerade ein großes Fass. Dass man sich auch mal als das tarnt, was irgendwie gerade reinpasst, finde ich sehr witzig. Aber ja, halt, Moment, ich bin ja gerade die andere. Ich bin ja gerade die Olle, deswegen. Ha, ich bin auch ein Fass. Muha, ich bin ein Fass. Aber ich glaube. Also, ich habe jetzt die Kontrolle scheinbar über das. Über die. Was ist hier eigentlich überhaupt? Steht das hier irgendwie dran, was für eine Rasse sie ist? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mich auch nicht. Ich wüsste es gerne mal. Sie ich rede mal mit dem Chef, ne? Ja, mach mal. Wahrscheinlich wäre ich sowieso. Die ist schon Level 3. Die ist höher Level als ich. Ich bin über Stufe 2. Aureus heißt er. Ratings! Was haben wir denn hier? Einen sogenannten Quellenjäger, hm? Ha! Erledigt eure Angelegenheiten in Cicerial, aber sorgt für keinen Ärger und kommt der Legion nicht in die Quere. Habt ihr verstanden? Ich habe genug um die Ohren mit den Erkundungen im feindlichen Gebiet. Lasst uns über Jacks Ermordung sprechen. Bei den Göttern, irgend so ein Politiker segnet das zeitlich und alle drehen durch. Lächerlich. Ich habe diesem Möchtegern-Zauberer Argo gesagt, er soll die Sache auf sich beruhen lassen, aber er musste sich an die Quellenjäger wenden. Verdammte Zauberer, sie sehen Taubendreck und denken, er steckt Quellenmagie dahinter. Dennoch möchte ich auf dem Laufenden gehalten werden, verstanden? Ich habe das Kommando in dieser Stadt, nicht Bürgermeister Cecil, nicht A und ganz bestimmt nicht irgendein ambitionierter Quellenjäger. Untersucht von mir aus Jacks Tod, wenn euch das so wichtig ist, aber ihr stattet mir Bericht, sobald euch etwas Ungewöhnliches auffällt. Der Tatort ist drüben im Gasthaus zur Königskrabbe. Sagt der Wache, dass ihr meine Erlaubnis habt, ihn zu betreten. Und jetzt raus mit euch. So, lasst uns das Thema wechseln. Also ich bin gerade oben und klau Bücher. Oh, sehr gut. So, ich quatsche nochmal wegen der Untoten an. Hört mir zu, ihr seid vielleicht aus ganz anderen Gründen hier, aber wenn es eine sinnvolle Sache gibt, die ihr tun Glücksfund! Könnt... Glücksfund! Ha! Oh, was gibt's? Verzauberungspfeile. Nice, congrats. Ja, dann ist es eure Nase in die Angelegenheit, den Untoten zu stecken. Der Gestank wird euch nach Luft ringen lassen, aber zwischen euch, mir und den 7 nutzlosen Göttern da oben gesagt, es wird Zeit, dass sich jemand anderes als die Legion um dieses Theater kümmert. Ich kann nur hoffen, dass euer von Quellen besessenes Hirn neue Ideen hervorbringt und dass diese Ideen Früchte tragen, bevor die Untoten eben dieses Hirn aus eurem zerfledderten Schädel kratzen. Toll. Sie scheinen einen Schwachpunkt im Westen zu haben. Ich schätze, der Ort ist so gut wie jeder andere, um etwas Stärke zu zeigen. So, ja, das war es eigentlich an sich das Wichtigste. Ja, also ich habe jetzt mittlerweile, was habe ich denn alles gefunden? Ich habe Fallen. Also mein ganzes Inventar ist jetzt voll, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt einen breiten Schädel, ich habe jetzt einen Hammer, ich habe eine Fallenschärferwerkzeug. Und hier oben ist eine Katze, mit der kannst du noch reden. Oh, Kitty Cat. Ach, das ist Argu. Der, mit dem du zu Anfang geredet hast am Tor. Quellenjäger, willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt. Kein Grund, zu überrascht zu schauen. Ich bin es Argu in meiner anderen bevorzugten Form. Da die Katze jetzt aus dem Sack ist. Was kann ich für euch tun? Wie wäre es, wenn ihr mir etwas von euch erzählen würdet, Argu? Aber selbstverständlich, was möchtet ihr wissen? Wer oder eher, was seid ihr? Okay, oh, ich bin nur ein Zauberer und Beschützer von Mensch und Tier. Mein Körper ist wie jeder andere dem Verfall ausgesetzt, aber mein Geist ist ein Lichtpunkt aus der ewigen Sonne, die kosmische Seele ist. Meine Aufgabe auf dieser Erde ist es, das Herz der Natur zu schützen, das absolute Gegenteil des Plans, der von Dämonen und den Herrschern der Toten geschmiedet wird. Daher beteilige ich mich an den Vorgängen hier in Cicerial. Wisst ihr, mein einziger Mensch ist eine Welt, in der jede Mutter sich umschauen und beruhigt schnurren kann, weil sie weiß, dass sie Küken, Kinder, Welpen oder Kälber aufwachsen. Ohne die Bedeutung von Gefahr zu reden. Was machst denn du da? Ich krieg die ganze Zeit Rezepte. Ich lese Bücher. Achso, die Auslöschung von Angst. Zu meinem großen Bedauern schnurrt noch keiner von ihnen. Ihr könnt also die Gestalt einer Katze annehmen und zieht diese der menschlichen vor? So in etwa, ja. Sich zu verwandeln war immer eine meiner Lieblingsbeschäftigungen und ich tue es ziemlich häufig. Überrascht es euch, dass ich lieber die Gestalt einer Katze annehme? Ha, das ist bei vielen so. Andererseits habt ihr nicht erlebt, wie weit gewisse Grenzen zurückgedrängt werden, wenn ihr das Reich der Instinkte betretet. Selbst die artikulierte Sprache, vielleicht die größte Errungenschaft der Menschheit, kann so etwas untrennbar Angeborenes nicht ausdrücken. Es ist praktisch, sich in mehr als Katzenlauten zu unterhalten, kein Zweifel. Opponierbare Daumen. Ich könnte ohne sie keine Tränke brauen oder Maschinen herstellen. Das kann ich offen zugeben. Aber bei Nacht draußen zu sein, auf leisen Pfoten umherzuschleichen und zu jagen, mit nur dem Mond erzeugen, ihr könnt euch unmöglich diesen Nervenkitzel vorstellen. Ist es nicht gefährlich, sich so zu verwandeln wie ihr? Was, wenn ihr in einer anderen Form stecken bleibt?
Oh, das wird niemals passieren. Zugegeben, eine Hexe könnte dafür sorgen, dass die Verwandlung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wenn sie mich verzaubert, während ich eine Katze bin. Was bedeutet, dass ich einfach vorsichtig in Gegenwart von Hexen sein muss. Richtig? Du bist eine Hexe. Nein, ich bin Kampfmagier, ich bin keine Hexe. Ah, verdammt. Ich bin mein eigener Zauberer, wisst ihr? Und ich habe nicht vor, mich jemandem anzuschließen. Na ja, gut, das ist nicht folgen. Das Ding ist, er hat ja so eine kleine Mini-Tesla-Spule auf dem Tisch liegen. Nennt er persönlich Funkenspur und ich möchte gerne mal die Universalanleitung vorlesen. Herzlich willkommen zur Bedienungsanleitung der Aho Funkenspur 5000 Universalsteuerung. Mit dieser Universalsteuerung könnt ihr eure bevorzugte Massenvernichtungswaffe verschiedene Befehlen erteilen. Hier einige Lieblingsbefehle unserer Kunden. Zornig, fröhlich, zornig, Berserker-Modus! Zornig, zornig, schläferig, Selbstzerstörungsmodus! Schläfrig, schläfrig, fröhlich, Deaktivierungsmodus für die Waffe. Zornig, 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 Deaktivierungsmodus für die Universalsteuerung. Oder aber fröhlich, 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 Partymodus, yeah! Die sollten wir auch mitnehmen, die findet nämlich später noch, also die brauchen wir noch. Ja, aber ich habe die noch nicht gefunden, also die Universalsteuerung. Ich habe ihn ja sowieso schon die Bude ziemlich leer geräumt, aber ich habe noch nicht alles, glaube ich. Ich habe selber noch nicht mitbekommen, ich habe es aber gelesen. Wir brauchen sie auf jeden Fall noch. Die wird uns später einiges erleichtern. Also wir haben bis jetzt... ich habe mich schon gewundert, wo der Typ ist und dachte mir so, naja, die Katze sieht mich hier, naja, schleichst du mal ein bisschen rum und dann kannst du ja das Zeug leer räumen, aber... Ich weiß ja nicht, ob die Barbaren ist, glaube ich, auch besser im Klauen als ich. Aber der Typ sagt ja auch nichts, oder? Er sieht mich nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht stört's ihn einfach gar nicht. Dass er komplett seine Bude weg... Greetings. Wer weiß? Ich habe gerade eine Innenwand nach Seite gestellt. Jetzt sagt er, was seid ihr? Ein zweiklassiger Innenausstatter? Ihr ruiniert das sorgfältig ausgearbeitete Gleichgewicht des Raumes. Also lasst die Dinge, wie sie sind, wenn ihr so nett wärt. Ende. Ja gut, ich darf also kein Zeug mehr rumstellen. Ich überlege nur gerade, wo diese scheiß Universalfernbedienung sein könnte. Ich könnte ja auch natürlich einfach mal das Tintenfass mitnehmen. Was haben wir hier noch? Och, warte mal, was haben wir hier noch Schönes? Schriftrolle der Eismauer. Naja, die stecke ich mir noch gerne nochmal ein. Ey, das ist so total unauffällig mit diesem riesengroßen Fass. Das merken die nie. Ich könnte hier noch mehr Kochtöpfe mitnehmen und eine leere Fiole noch. Ja, zum Glück sieht er als Katze wie nichts. Aber eigentlich müsste er was hören. Unlogisch. Kann ich eigentlich Getränke brauen? Weißt du, wie das geht? Ich habe keine Ahnung, wie. Kann ich dir nicht sagen. Warte, ich Gemilde eines Schweins. Kann ich das mitnehmen? Nee, verdammt, die Katze guckt genau hier. Warte mal. Brunhilde, lenkt die doch bitte mal ab. Ich kann doch die Katze in eine andere Richtung drehen, nämlich mit der Rede. Ja, aber das kann ich auch. Warte mal, ich rede mal. Ja, ich kann natürlich. Doch, ich kann auch mit dir reden. Ich bin aber. Die dreht sich aber nicht. Ah, Dreckskatze. Doch, jetzt legt sie sich hin und putzt sich. Ist sie jetzt unaufmerksam? Putzen. Ja, ist ja auch egal. Das ist sowieso nur das Gemilde eines Schweins. Das will ich auch eigentlich gar nicht haben. Ich klaue jetzt noch die drei Fiolen, die hier auf dem Tisch stehen, und dann ist gut. Ich könnte noch seine Kochtöpfe mitnehmen, aber da habe ich echt nicht so viel Interesse dran. Ich gehe mal runter in den Kerker. Wer könnte denn da noch sein? Wir brauchen aber immer noch einen Tank. Wir haben jetzt zwar schon einen Bogenschützen, du wolltest ja Nahkämpfer machen, aber wir brauchen noch so einen richtigen Hau drauf. So einen richtigen Brecher. Das wäre noch was. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Wie sagt das Horst, muss er heißen. Wenn er nicht Horst heißt, bin ich nicht zufrieden. Warte mal, Horst. Das Leben der Sehne. Arios Tagebuch. Den räume ich die komplette Bude. Hoppla, ich bin ein Detektiv. Aha. Schlüssel? Ich wäre euch dankbar, wenn ihr woanders hingehen könntet. Dies ist die Schatzkammer der Legion und ihr habt nichts hier nicht zu suchen. Euer nicht ganz makelloser Ruf eilt euch voraus. Oh, haben wir schon Rufminus gekriegt, weil ich ja nur die Buden leerräume? Ich habe keine Ahnung. Und bei mir ist Sympathie. Also bei mir ist Sympathie da. Ja, ich habe gerade Arios richtig die Bude leer. Ich habe gerade seinen zweiten Goldbecher geklaut. Oder mach's jetzt? Oh. Ja. Also irgendwas ist passiert. Ruhe mit diesen Halunken, wird nicht gesprochen. Krimineller Abschaum. Upsala. Warte mal, ach so. Also mein Hauptcharakter hat zu Arios Sympathie 10, aber mit, wie heißt sie eigentlich überhaupt? Ich nenne sie mal die ganze Zeit Brunhilde. Beitor. Mit Beitor hat sie 25. Richtig. Kannst du eigentlich auch auf Beitor wechseln oder muss ich die rüberschicken, die Frau? Nee, die ist an dich gekettet, das siehst du links oben an deinem Porträt. Jetzt ist sie an dich gekettet, viel Spaß mit dir. Nee, warte, jetzt ist sie frei. Nein, ich will die an dich ketten. Ich kann die nicht an dich ketten. Tja. Verdammt. Kette sie wieder an dich, ich will die gar nicht haben. Ja, aber warum nicht? Das ist doch eine nette Person. Das muss ich erst noch herausstellen. Doch, die ist wirklich nett. Also ein bisschen, also die mag mich zumindest. Aber mag die mich eigentlich? Warte mal, ich habe zu ihr Sympathie 10 und andersrum. Aber ich kann mit dir noch reden. Ihr sagt, ihr würdet mich unter euren Fittichen nehmen, aber ich sehe keine Federn. Seid ihr ein Kind der Vögel, wie ich eins der Bären bin? Ach, guck mal, sie ist eine Bärenfrau, jetzt wissen wir es.
Ich meine, dass ich für euch verantwortlich bin. Ich werde euch von allen Ärger fernhalten. Ein Kind des Bären? Was bedeutet das genau? Nun, so wurde das einsame Kleinkind gestillt, mit der Milch der wilden Mutter und von der menschlichen Rasse verachtet, gedieh er mitten der Rasse seiner Mutter. So erzählt es die Sage von Tyrs. Kennt ihr sie? Die weise Wölfsgöttin Amira zog das Kind Tyrs bei sich auf. Er wuchs zum großen Beschützer ihres Waldes heran. Ihr seht, ich bin in guter Gesellschaft. Tyrs der Wolfsohn und ich bei Tordre. Oder auch Brunhilde. Ich meine, dass ich für euch verantwortlich wäre, für euch Ärger fernhalte. Genau. Wirklich, das ist eine Erleichterung. Eure Welt basiert auf Regeln, die ich noch nicht durchschaut habe. Ich bin froh, eure Freunde an einen solchen Ort zu haben. Ich würde euch gerne ein paar weitere... Ich kenne sie auch von die Gruppe zu verlassen, das machen wir auf jeden Fall nicht. Ich stelle mal ein paar Fragen. Fragt freier Haus, Herr mein Freund. Ihr wurdet also von Bären aufgezogen in der Wildnis? Eure Stadt ist wilder als der Heimatwald. In der Heimatwelt herrschen klare Regeln. Im Heimatwald bestimmt eure Präsenz, eure Stärke und eure Geschwindigkeit euer Schicksal. Hier vermag eine kleine schreiende Frau, die nicht flinker ist als ein Regenwurm, euch in eine kleine Zelle zu werfen. Man muss auf einen freundlichen Fremden warten, der ihnen die Freiheit schenkt. Aber wie habt ihr sprechen gelernt? Jared, der weise Jared, hat mir die Vogellieder unseren Volkes beigebracht. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich wohl nie mehr gelernt, als was mir die Bestie hätten beibringen können. Das Leben einer Bestie wird vom Überleben bestimmt. Ein Mensch strebt nach Wissen. Ich bin beides, Mensch und Bestie, und so muss ich beides vertreten. Für eine Bärenfochter scheint ihr ganz schön viel über Geschichte zu wissen. Wie ist das möglich? Ich habe all die Vogellieder gelernt, die Jared mir beibringen konnte. Er sang sie mir vor und ich prägte mir jedes Wort davon ein. Diese Geschichten haben mir viele Freude bereitet und das ist die beste Art, wie ich Mensch sein darf. Was machst du eigentlich gerade? Ich stehe nur so rum. Also, weil ich, bevor ich ewig vorlese, machst vielleicht gerade da was Spannendes und keiner kriegt's mit. Nee, das will ich schon machen. Keine Mangel. Ich lese dann weiter vor. Das Gedächtnis der Bestie birgt keine Lügen. Wir wissen nicht, wie wir uns dem Wespennetz nähern sollen, da vor langer Zeit eine Bärenmutter seine Gefahren zu spüren bekam. Dies lehrt sie ihren Jungen und diese Jungen lehrten sie den ihren. Wir erinnern uns nicht an das Rite und die Schlacht der summenden Rohlinge. Jetzt erinnern wir uns nur noch an das, was uns nützlich ist. Rite wird in Vergessenheit geraten. Die Schönheit dieser Geschichte wird in Vergessenheit geraten. Aber die Lektion nicht. Bestien und Menschen sind verschieden. Ich kann mich glücklich schätzen, beide Wege beschreiten zu können. Erzähl mir was von Jared. Als ich klein war, kam er zu mir. Ein stürmischer Wilder, der jedoch den Unterschied zwischen ihr und den anderen Jungen nicht kannte. Er sprach zu mir in einem lieblichen Lied. Als erstes dachte ich, er sei ein großartiger Vogel. Wir streckten uns nacheinander aus, wir fanden einander. Jared besuchte mich häufig und schon bald lernte ich seine Lieder kennen. Und noch mehr, als er im Heimatwald eine kleine Hütte baute, jagte ich am Tage sein Essen und schöpfte sein Wasser, während er seine Bücher und die Magie studierte. In der Nacht, am Lagerfeuer, erzählte er mir die Geschichten über die Menschenwelt. Jared ist mein Meister und mein Freund, mein Lehrer und mein eigenes Selbst. Er lehrte mich und ich sorgte mich um ihn. Warum bist du nach Süßerli gekommen? Es gab einen großen Tumult im Heimatwald. Über Nacht hielt ich eine schreckliche Krankheit Einzug, machte Vögel und Bestien bei lebendigem Leibe so weich und faulig wie fauliges Fleisch. Ah, die haben auch ein Zombie-Problem, die Tiere des Waldes. Ah, okay. Ja, weiter. Ich sah zu, wie zahllose meiner Liebsten starben, im Inneren verrottet. Als Jared rannte, um mir von meinen Erlebnissen zu berichten, reagierte er merkwürdig. Er wusste keine Antwort. Am nächsten Morgen kam Jared nicht aus seinem Zimmer. Ich habe ihn in Ruhe gelassen, aber nach 3 Tagen bekam ich Angst. Ich brach die Tür auf und fand in seiner Kammer nichts als Leere. Seine Ausrüstung, seine Bücher, alles außer einige Fetzen Pergament waren verschwunden. Er wurde entführt und all seine Forschungen wurden gestohlen. Der einzige Hinweis, den ich fand, war ein Brief inmitten des ganzen Fetzens. Ich konnte nicht alle Worte verstehen. Ich habe die Bedrohung verstanden. Der Tod kommt dich holen und die Unterschrift Adebera. Wer ist denn Adebera? Na gut, Atembara. Ich sollte richtig lesen. Ich weiß nicht, wer die sogenannten Atebera ist, aber ich weiß, wenn ich Jared finden will, muss ich hier anfangen. Wer immer Atebera sein mag, ich glaube, er und sie könnten wissen, warum Jared entführt worden wird. Ja, ich bin dann mal weg und tschüss. So, mag sie mich jetzt eigentlich mehr? Nö, immer noch nicht. Attention! Oh. Was denn jetzt? Nichts, nichts, wegen mehr mögen. Achso, ich habe gerade den Ausbildungsoffizier gefunden. Was wisst ihr über die Fantastischen Fünf? Warum nur? Sind sie die achtesten Helden Süßerels und sind gekommen, um uns bei der Bekämpfung der Unplagen zu helfen? Ich hoffe, ich kann sie noch treffen, bevor sie gehen. Vielleicht kann ich ja sogar Alistair um ein Autogramm bitten. Oha. Mhm. Der scheint ja ein Fanboy zu sein, der Ausbilder der Legion. Verdammt, vielleicht, wenn wir auch welche gewesen wären? Ach, verdammt. Ja. Ich muss gerade einen Huhn retten, das geschlachtet werden soll. Platz da. Dieser Wahnsinn will eine Pastete aus mir machen. Ist es nicht die Bestimmung eines Huhns, auf dem Teller zu landen? Ich sollte es anfangen und zum Koch bringen. Auch ein Huhn hat das Recht zu leben. Yippie, also yeah, ich bin frei. Bis dann, ihr Trottel. Sie hat gar keine Fähigkeit. Doch, aber sie kann... Ach, jetzt, deswegen weiß ich, warum die keiner mag. Die hat Gestank. Die verringert bei allen die Sympathie. Aber ach, die wird so weniger von Nahkampfgegnern. Die hat Fallgewinnung, aha, Wahrscheinlichkeit, und die hat Schläger. Schläger gehört 50% ihres zusätzlichen Schaden gegen verlangsamte, verkrüppte oder niedergeschlagene Gegner. Ich dachte eigentlich, sie kann Tiersprache. Weil ich meine, wenn sie bei Wölfen aufgewachsen ist.
Könnte man ja nicht erwarten, oder? Eigentlich schon, ja. Na gut. Hast du mittlerweile das Gasthaus gefunden? Weil ich bin natürlich wie immer total orientierungslos. Das ist ein ganz weit links. Ganz. Och. Ja, dann möchte ich mal kurz auf den Tacho verweisen und würde sagen, wir gucken uns das Gasthaus in der nächsten Folge an. Wenn es wieder heißt Divinity und so. Und würde mich bis dahin verabschieden. Sehr über Kommentare und Daumen nach oben freuen und so Zeug, nicht wahr? Du hast gerade ein Gemälde gestohlen, oder? Ja, und jetzt noch ein Schweinebraten, und noch ein Schweinebraten. Bist du ein Dieb. Und noch ein Schweinebraten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Achso, der Gnom freut sich auch über Besucher. Immer, immer. Alle her, alle ran. Na bin. Tschüss. Tschüss.